Dinge ganz anders sind, als sie dargestellt werden. Es war verwirrend. Bei euch steht nicht der Mensch im Vordergrund, sondern irgendeine Ideologie, die immer sehr teuer ist und war. Sie kostete die Menschheit schon so viel. Präsident John F. Kennedy warnte die Menschen in seiner letzten Rede vor einer weltweiten Verschwörung, die der Mensch sich nicht im Entferntesten vorstellen könne. Er sprach von der Unterwanderung von Staaten und Institutionen, Geheimdiensten, Wissenschaft, NASA, Pharma, Medien, Rüstung etc. Genauso warnte schon zuvor Präsident Eisenhower vor dieser massiven Verschwörung und schuf den Begriff militärisch-industrieller Komplex. Aber was steckt genau dahinter? Natürlich gibt es Rüstungsprojekte. Allerdings gibt es Black-Budget-Projekte, die so geheim sind, dass selbst amerikanische Präsidenten und Generäle in diese Projekte nicht eingeweiht werden, da diese nur für einige wenige Jahre in den jeweiligen Regierungen sind. Sie sind nur Angestellte mit Verfallsdatum. Es sind die Projekte einer Parallelgesellschaft, die unsere Realität bestimmen. Diese Gesellschaft wird der Deep State genannt oder der tiefe Staat. Es wird für uns eine Illusion geschaffen, die nichts, aber auch gar nichts mit der eigentlichen Realität zu tun hat. Im Namen dieser Verbrecher werden grauenvolle Taten begangen, die unvorstellbar für den Normalbürger sind. Donald Rumsfeld, der von 2001 bis 2006 Verteidigungsminister der Vereinigten Staaten war, hatte nach dem 11. September vor einem Untersuchungsausschuss bestätigen müssen, dass 2,3 Billionen Dollar, also im amerikanischen Trillionen, aus dem Verteidigungshaushalt verschwunden sind. It's a terrible record and it's preposterous that the Defense Department doesn't know what's happened to this money. This situation's a disgrace. It tells me that we can't meet our constitutional obligations to the taxpayers of our country to make sure that things are honestly and legally spent. We're told major cuts in education programs, and then we read, well, you know, $500 million is paid per year that isn't owed. Wir müssen uns bewusst sein, dass wir im Zeitalter des Informationskrieges und der asymmetrischen Kriege leben. Es werden Fakten benutzt, um diese zu verfälschen oder umzudrehen, sodass es immer schwieriger wird, die wirklichen Fakten herauszufiltern. Ein gutes Beispiel hierfür ist zum Beispiel die Mondlandung. Die Apollo-Weltraumprogramme gab es alle wirklich. Allerdings wurde uns nur die halbe Wahrheit darüber erzählt. Es wurden Daten und Fakten von Whistleblowern geleakt, die die Geschichte der Menschheit auf den Kopf stellen. Yes, there have been. Ja, es gab ET-Besuche, es gab abgestürzte Objekte, es gab Material und Körper, die geborgen wurden. We have contact. Wir haben Kontakt mit Außerirdischen aus einem anderen Solarsystem und ich habe daran teilgenommen. And I have been a party to that. There were. Ich sah Dokumente, welche sich auf Roswell beziehen, mit mehreren Instanzen von UFO-Überflügen und vor allem, nachdem sie Atomwaffen auf ihr Schiff genommen haben. Und mein Kommandant hat mir gesagt, Jordan, was hast du in deinem Protokoll? Das ist nie geschehen. Die Besatzung, die gerade ihre Schicht beendete, und die Besatzung, die gerade ihre Schicht begann, alle sahen das UFO in der Luft schweben. Es war ein metallisches, kreisförmiges Objekt und so wie ich es verstand, alle Raketen waren stillgelegt. Das bedeutet, sie waren außer Betrieb und etwas hat diese Raketen ausgeschaltet. Jetzt denken Sie daran, all das Zeug fliegt mit mehreren tausend Meilen pro Stunde. Das Ding feuert einen Lichtstrahl auf den Gefechtskopf, trifft es und dann fliegt dieses Ding heran. Mittlerweile gehen wir so herum, es feuert noch einen Lichtstrahl. Geht so herum, wir gehen so herum, es feuert noch einen Lichtstrahl. Kommt so herunter, feuert noch einen Lichtstrahl und fliegt raus auf dem gleichen Weg, als es hereinkam. Und der Gefechtskopf stürzt aus dem All. Zu dem Zeitpunkt hatten wir das Gefühl, dass dies extraterrestrial gewesen sein muss. Sie nahmen den Film und spulten zu dem Teil, der das UFO darauf hatte, und nahmen eine Schere und schnitten diesen Teil raus.
Sie nahmen diesen Teil des Filmes und legten es auf eine separate Rolle und legten es in eine Brieftasche. Sie gaben Major Mansman den Rest des Films zurück und sagten: Hier, Major Mansman, ich brauche Sie nicht über die Schwere der Sicherheitslücke aufzuklären. Wir betrachten diesen Vorfall als geschlossen. But who do you tell that... Wem erzählst du, wenn du an einem UFO-Vorfall beteiligt warst, ohne dass du angeschaut wirst, als wärst du nicht ganz richtig?